So, jetzt aber. April, April, der macht, was er will. Erster April-Stream, das war klar, dass irgendwas ja passieren musste. Und das war wohl die Antwort darauf. Also, der Stream ist jetzt neu gestartet. Und wenn alles passt, solltet ihr jetzt Kerbal Space Program sehen. Und ihr solltet mich hören. Und ich sag nochmal Hallo und Prost. Nach dem Schock muss ich jetzt erstmal was trinken. Das war klar, dass das nicht funktionieren konnte. Also fehlerfrei heute. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt alle Probleme für heute hinter uns haben. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich einen April-Scherz mache. Aber ich habe gedacht, ihr habt heute bestimmt schon so viele abbekommen. Den spare ich mir. Mein April-Scherz wäre nämlich gewesen, dass ich plötzlich nicht Hardcore-Kerbal streame, sondern irgendwas total Albernes, irgendwie Pokémon oder so, mit entsprechendem Opener-Song. Aber davon habe ich mich aus Copyright-Gründen verabschiedet, weil ich nicht wollte, dass ich Ärger bekomme, wenn ich hier irgendwelche Pokémon spiele, Bilder, Musik spiele. So, was habe ich schon gemacht, als der Stream das erste Mal lief? Ich habe Research and Development geupgradet, damit wir Bodenproben auf dem Mond nehmen können. Und ich habe einen Vertrag angenommen aus der ScanSat-Reihe, weil ich habe jetzt noch ScanSat nachinstalliert, damit wir den Mond zu 75% kartentechnisch erfassen. Das war eine Überlegung aus dem Discord, damit wir auch Oberflächenbilder bekommen, damit wir eine gute Stelle für die Basis finden können. Die vielleicht fangen wir heute sogar schon an mit dem Bauen. Mal gucken, wie gut das alles läuft. Und habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, und das heißt, wir gehen jetzt einfach mal direkt rüber auf den Mond. Und ja, das geupdatete Seekern-File gibt es am Ende des Streams unter dem bekannten Link. Also ich überschreibe einfach das vorhandene File mit der neuen Version. Und dann könnt ihr auch mit ScanSat und allem, was da so ist, rumprobieren. Ansonsten die von euch, die jetzt noch irgendwie Probleme haben mit dem Stream, einfach mal neu starten. Irgendwas war da bei Twitch gerade komisch. So, wir gehen rüber auf den Mond und gucken mal, was so gegeben ist. Und zwar finstere Schwärze im Ladebildschirm und dann kommt unsere wunderschöne Basis. Die steht auch noch. Wir haben auch Strom. Das sieht soweit also alles gut aus. Und wir haben jetzt den Ray Whiskey als neuen Kerbonauten mit dabei. Hallo und willkommen auf dem Mond. So, unsere Basis ist gelandet. Wir haben in der Stufe sogar noch 1151 Delta Vi drin. Da können wir uns echt mal überlegen, ob man da noch was draus macht. Und Luis und Marius sind fröhlich auf dem Mond unterwegs. Und ich glaube, hier hatten wir auch aufgehört. Wir hatten noch gar keine großen Experimente und sowas gemacht. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt auch mal anfangen. Und ich nehme mir einfach mal Science Here and Now her, damit ich eine Übersicht habe, was ich noch alles machen muss. Und ich glaube, wir können gleich mal, warte mal, da können wir gleich mal die Antenne noch ausklappen, dass wir auch eine Verbindung haben. Weil wenn wir die ausfahren, müsste es gleich besser sein. Jawohl, sauberer Uplink zum Kerbin Space Center. Und dann können wir nämlich mal anfangen, die einfachen Sachen schon mal direkt rüber zu funken. So, Temperaturscans, die wollen wir natürlich aufheben. Die Atmospheric Pressure Scans, die wollen wir auch aufheben. Und der 007 Emperor ist jetzt auch ein Kerbonaut. Das geht ja schon direkt schon wieder los. So, und die Verzögerung ist, glaube ich, normal ein Stück weit. Und, ich habe es aber schon eingestellt, dass wir dieses Beta-Feature haben. Yin, du bist erst ein frischer Kerbonaut, das glaube ich fast nicht. So eingestellt, dass wir eigentlich eine niedrige Verzögerung haben. Und der Unterschied zwischen Delta V Current und Delta V Total ist, Delta V Current ist, wie viel Delta V in der jetzigen Stage noch drin ist, also auf diesen vier Triebwerken. Die sind jetzt gerade aktiv. Und Delta V Total ist, wie viel in der gesamten Rakete noch drin ist. Also ich habe ja hier noch eine Rückkehrstage mit dem Triebwerk, was man da durchschummern sieht. Und das ist der Unterschied, den man dort sieht. Was ist mit der Oberfläche los? Ja, sieht hier ein bisschen komisch aus, ne? Es ist so schräg. Das sind, glaube ich, so ein paar Grafikglitches, wie es hier aussieht. Weil es hier in so einen Krater runtergeht, an dem wir parken. Das lässt sich wohl nicht vermeiden. Und der Freedom Nut ist jetzt auch bei Twitch unterwegs. Das freut mich. Hallo Freedom. So, jetzt müssen wir mal die anderen Sachen noch suchen. Also, wir wollten auf jeden Fall das Materials Bay machen. Ja, yep. Und ich habe da unten irgendwie so einen Kranz hingebaut. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir alles erwischen. Als erstes mal den Mystery Goo.
Zack. Dann haben wir bestimmt auch noch irgendwo unser gutes altes Magnetometer. Und Murphy's Law ist natürlich immer das Letzte, was man sich anguckt. So. Dann haben wir das. Das können wir rüberfunken. Und dann kann Marius nämlich gleich mal seines Amtes walten. Und als Wissenschaftler zum einen noch die Sachen machen, die wir außen tun können, nämlich ein EVA-Report und ein Surface-Sample nehmen. Und zum anderen kann er natürlich unsere Experimente resetten, sodass wir auf jeden Fall die Sachen nochmal verwenden können. Und bevor jetzt hier irgendwas Komisches umkippt, ziehe ich das mal lieber wieder ein. Nicht, dass irgendwas schief geht. So, ich würde sagen, Marius hat hiermit die große Ehre. Was ist hier eigentlich passiert? Ach Mensch! We have walked on the surface of the moon. Genau, also wir sind auf dem Mond das erste Mal umgelaufen, dabei sind wir noch gar nicht angekommen. Und wir haben Science Data ergattert von der Oberfläche. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich hier hinstellen kann, ohne mir die Knochen zu brechen. Ja. Okay, EVA Report. Den nehmen wir gleich mal mit und den können wir auch gleich mal hier einpacken. Dann können wir die schon mal leer räumen. Dann sind die nämlich auch wieder von ihrer Last befreit. Und guck mal, wir haben schon 18 Experimente zum Nachhausebringen. So, und jetzt kann der Marius mal zeigen, was er so kann und sich hoffentlich nicht die Knochen dabei brechen. Denn wir gehen jetzt tatsächlich das erste Mal runter und das Flyover habe ich schon, weil ich schon im Orbit drüber geflogen bin. Genau, deshalb geht das nicht. So, und Sketches ist jetzt auch noch hingekommen. Meine Güte, ich komme ja aus dem Hallo-Sagen gar nicht mehr raus. Hallo, Sketches, und wir nehmen uns unsere erste Bodenprobe. Zack. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch alles haben. Also, dafür braucht man Satelliten. Das ist unten, das ist bei Kerbin, das ist durch. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch offen, dass wir jetzt eine Flagge aufbauen müssen. Ja. Wo wollen wir die denn hinstellen? Also ich könnte natürlich runter in dieses Tal fliegen, aber ich tendiere fast dazu, aus wissenschaftlichen Gründen die hier drüben einfach hinzustellen. So. Sehr schön. So. Und wir machen hier mal Plant Flag. Und wo es die Kerbal-Animation gibt, das weiß ich nicht. Irgendwo im Spielfolder müssen sie drin sein. So, unsere erste offizielle Flagge. Und das ist natürlich unsere erste Moonlandung. Marius Kerman war hier leider kein guter Platz für eine Basis. Denn hier ist es ein bisschen schräg, also wir müssen noch ein bisschen weiter suchen. Deshalb auch die Idee mit dem Scansat, dass wir das vielleicht ein bisschen professioneller gestalten können. Und natürlich gibt es Erfahrungspunkte dafür, dass man solche Sachen durchführt. Und die werden auch direkt gut geschrieben. Und wir haben hiermit auch noch erledigt, dass wir eine Flagge auf dem Mond aufstellen sollten. Und haben den Vertrag erledigt und haben damit auch das Mondprogramm jetzt abgeschlossen. Das heißt, ab jetzt haben wir auch das Mondprogramm hinter uns, können wieder woanders hinfliegen, also den offiziellen Teil vom Mondprogramm. Wir sind mit unserem persönlichen Mondprogramm noch nicht fertig. Und diese Kerbal-Animation, die habe ich, das ist ein GIF aus dem Internet, das ich da reingepackt habe. So. Und ja, der Pilot wird auch gleich nochmal aussteigen, aber der Pilot wird das einfach an der anderen Landestelle machen. Denn ich habe überlegt, wir könnten mit den Delta V, die wir noch haben, ich zeige euch das gleich einmal. Zack. Mit den Delta V, die wir noch haben, noch eine zweite Landestelle einfach heimsuchen. Und ich könnte mal gucken, ob ich was Schönes finde, was noch vielversprechend aussieht, dass der Boden dort glatt ist. Und wir vielleicht. Oh, oh, Marius hat sich den Kopf angeschlagen. Oh, 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 gefallen. Oh Gott. Wir haben gar keinen Mediziner mit dabei. Wenn das nicht. Wenn das jetzt schief gegangen wäre. Oh, 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 oh. Ich habe schon ein gesplittetes Helm, wie Sie gesehen. So, Collect Data. Zack. Und Restore. Huch. Meine Güte, Marius muss mit dem Backpack auf jeden Fall noch üben. So. Und das ist keine Mod-Eidgenosse, sondern du kannst in den Karriereoptionen einfach einschalten, dass die Kerbals sofort upgraden, wenn sie ein neues Level erreicht haben. Das ist einfach ganz normal. Stock Kerbal Space Program kannst du in den, ich glaube, erweiterte Optionen sind es von so einem Safe Game. So, jetzt, oh Gott. F. So. Wunderbar. Also, wir haben es wieder hoch ans Raumschiff geschafft und haben jetzt
haufenweise Zeug mit dabei. Das dürfte auf jeden Fall schon mal. Hier sind schon 111 Wissenschaftspunkte unten. Wir haben 21 Experimente. Ja, jetzt können wir hier auch mal unsere Lampe benutzen. Gefahr. So, genau, was meine Überlegung war. Wir haben noch 1151 Delta V. Das reicht theoretisch noch für eine komplette Mondlandung, aber wir müssen ja gar nicht eine komplette Mondlandung machen, sondern wir können mal gucken, wo das nächste Biom wäre. Und ich bin mir mal ziemlich sicher, dass hier ein Biom ist. Also, ich weiß, dass dieser große Krater ein eigenes Biom ist. Und mein Vorschlag wäre jetzt, oder was ich jetzt gerne machen würde, bevor wir zurückfliegen, weil wir haben noch, lasst uns mal gucken, 6 Tage Live-Support und 9 Tage, bis sie homesick werden. Also wir können noch ein bisschen was veranstalten hier und wir haben vor allen Dingen auch die Delta wieder für. Und wir könnten hier rüberfliegen. Die Überlegung wäre, dass ich so irgendwie entweder hier oder hier anpeile. Hier ging natürlich auch, aber hier ist ein bisschen schön weiter rüber. Weil das sieht hier relativ glatt aus. Zumindest jetzt mal so auf den ersten Blick auf der Karte sieht das nicht so aus, als ob da große Unebenheiten wären. Das gelbe Licht ignoriert er einfach mal. Das ist ein kleiner Grafikbug von meiner Drehlampe. Und ich hätte gesagt, wir fliegen jetzt einfach mal rüber. Das heißt, 90 Grad, 180 Grad macht 45 Grad, richtig? Nee, 135 Grad. 135 Grad. Also Flugrichtung 135 Grad wäre jetzt einfach nochmal ein Start. Da fliegen wir rüber und da kann Luis dann sich auch noch Erfahrungspunkte sammeln und wir können nochmal Wissenschaft einsammeln. Wir können nämlich all die Experimente, die wir jetzt gemacht haben, nochmal durchführen. Irgendwie bewegt sich mein Raumschiff gerade oder sieht das nur für mich so aus? Irgendwie dreht sich mein Raumschiff. Warum dreht sich mein Raumschiff? Das ist nicht gut. Na gut. Wenn Raumschiffe sich komisch drehen auf dem Boden, ist das immer ein guter Hinweis, dass er ihn jetzt abheben sollte. Wir machen jetzt mal den Grundanker aus. Der ist jetzt released und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und wir wollen in Richtung 135 Grad fliegen. Das müsste ungefähr so sein. Wir müssen gar nicht so hoch. Wir müssen nur ein Stück weiter. So, ich fahre das mal kurz ein. Das sieht sonst irgendwie komisch aus beim Fliegen und nicht, dass die Dinger heiß werden oder so. So, jetzt müssen wir mal kurz auf der Karte gucken, wie weit unser Sprung werden muss. Und dass wir ungefähr. Ich glaube, wir nehmen die kurze Variante. Ich möchte einfach nicht zu viel Risiko eingehen, dass wir zu viel Treibstoff verbrennen. Damit wir wirklich die Jungs auch sauber nach Hause bekommen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen südlicher gehen. Ah, bisschen rüber. Bisschen rüber. Stopp. Mehr nach Süden. So, nicht so viel Höhe nehmen. Mehr nach Süden brennen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, irgendwie hier. So, dann kommen wir über dieses Tal drüber. Ja, dann müssen wir hier halt nochmal bremsen, aber das ist auch nicht so schlimm. So, das heißt, wir sind unterwegs in Richtung nächste Landezone. Und können mal schauen, was wir da noch so an Wissenschaftspunkten abgrasen können. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. So, die Flug. Oh, Space Near Moons Highlands. Sehr schön. Das ist tatsächlich. Also hier zwischen ist auch nochmal ein Biom. Auch nicht schlecht. So, wir fliegen jetzt hier schön drüber. Und dann gucken wir mal, da hinten müsste das irgendwo sein, wo wir hin wollen als Landezone. Und da können wir dann auf jeden Fall auch nochmal das ganze wissenschaftliche Feuerwerk entfachen, das wir so dabei haben. Und ordentlich Punkte einsammeln. So, oh, hä? Was ist das denn? Oh, guckt euch das mal an. Ich gehe mal Retro schon mal zum Vorbereiten. Wir müssen jetzt nämlich gleich landen da unten. Guck mal, was da ist. Eine künstliche Konstruktion auf dem Mond. Und ich dachte, wir sind die Ersten hier. Das ist natürlich wissenschaftlich hochinteressant, würde ich mal sagen, oder? Guck mal, irgendwie wie so ein Bogen. Interessant.
Also, Marius hängt wahrscheinlich gerade geifernd am Fenster, weil er das unbedingt erforschen möchte. Und ich würde sagen, wir probieren mal, ob auf dieser Fläche hier eine Landung gut möglich ist. Ja, das sieht aber ganz schön. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus, ne, vom Untergrund. Aber dann sind wir noch schön nah dran. Ich probiere mal hier die Hacken in den Teer zu hauen, ob wir hier eine Landung machen können. Dann könnten wir eventuell diesen Bogen mal näher betrachten und dort rausfinden, was es damit auf sich hat. Weil das wäre natürlich ein spannender Ort für die Kerbals für eine erste Forschungsbasis auf dem Mond, wenn wir hier eine gute Stelle zum Landen finden. Denn irgendwer muss das ja dahin gebaut haben. Außerirdische Kerbals? Wer weiß? Wer weiß? So, also jetzt müssen wir nur erstmal gucken, ob man hier wirklich eine Landung hinkriegen kann. Also 3000 Meter bis zum Boden. Wir haben noch 502 Delta V. Wir brauchen momentan 108,4, um uns abzubremsen. Also ich denke, die Landung kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da können wir so wahrscheinlich sogar zum Starten nochmal. Das wollte ich gar nicht. Müssen wir irgendwas. In der Luft ist gerade. Das machen wir auf dem Abflug, würde ich sagen. Oder das können wir per Eva-Pack machen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden. Aber so ein bisschen Sinkgeschwindigkeit ist ja nicht schlecht, dass wir auch runterkommen. So, und jetzt müssen wir erstmal sauber landen. Und guck mal da hinten, dieser Bogen. Das ist doch keine gewachsene oder geologische Formation. Zum Glück haben wir einen Wissenschaftler mit dabei, der das untersuchen und beurteilen kann. So. Das heißt, wir sind gut auf solche Vorfälle vorbereitet. Aber das hätte natürlich auch keiner gedacht, dass hier oben auf dem Mond schon künstliche Konstruktionen gebaut sind, obwohl wir doch eigentlich herkommen wollten, um künstliche Sachen aufzubauen. Also wer mal seine Finger rankriegt übrigens, Inselbrauerei, Baltic Ale, kann ich sehr empfehlen. Ist ein leckeres Bier, lässt sich gut nebenher trinken. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nachher auch nicht nur nebenher noch trinken kann, sondern die Kerbals auch noch eine saubere Landung hinlegen. Gut. 300 Meter noch. Wir haben noch 17 Meter, 350 Delta V im Tank für diese Stufe. Das sieht also alles ganz gut aus. Ich gehe jetzt mal auf Normal Mode. Und die Stelle sieht gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, ob das so bleibt. Meistens ändert sich das ja nochmal kurz vorm Boden, dass man dann denkt, oh, war doch nicht so glatt, wie ich es mir gedacht habe. Aber alles in allem. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. So. So, mal gucken. Gucken, wie gut oder schlecht es ist tatsächlich. Ist gar nicht. Ah, doch, ist auch doch ganz schön schräg, wenn man dann steht, ne? Okay, wir müssen unbedingt diesen Scansat besorgen. Also wir müssen den Satelliten hinfliegen. Ich mach mal den Bodenanker an. So. Welche Richtung ist das? Wo ist meine komische Konsole? Ah, da hinten ist er. Da hinten ist er. Der Steinbogen. Ich hoffe, dass man da mit dem Jetpack hinkommt. Ich glaube, jetzt ist erstmal Luis dran. Luis macht jetzt mal. Nee, Luis muss erstmal an Bord gehen. Ich muss die ganzen Experimente abfeuern. Bleiben erstmal drin. Also, wir haben Dinge zu tun, nämlich das Mystery Goo beobachten. Zack. Ah, das wird eine schöne Ausbeute, glaube ich. Supply Bags brauchen wir nicht. Alkaline Fuel Cell ist wahrscheinlich das wieder. Und dann müsste das hier unser Magnetometer sein. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den Livestream stelle ich gar nicht als ganzes Video auf YouTube, denn wer den Livestream als ganzes Video gucken möchte, dann einfach auf Twitch gucken. Auf Twitch könnt ihr immer unter Videomanager direkt nach dem Stream oder einen Tag später oder zwei, wann auch immer ihr Zeit habt, einfach den kompletten Stream gucken. Also diese gestückelten YouTube-Videos sind tatsächlich nur für die Leute, die gar keinen Twitch gucken wollen. Also er ist auf jeden Fall immer auf Twitch verfügbar und ihr dürft ihn da auch gerne gucken. Geht einfach auf meinen Twitch-Kanal, wenn ich nicht online bin oder auch wenn ich online bin, dann könnt ihr halt lieber Dings, dann müsst ihr einfach statt auf vergangene Videos oder sowas heißt das, glaube ich, klicken und da könnt ihr euch den kompletten Stream jederzeit in einem Stück angucken. Auch mit dem Live-Twitch-Chat mit dabei. So, dann gibt es einmal schon mal die Magnetometer-Daten. Dann können wir das auch wieder einfahren. Schwupps.
Ja, wir können mal gucken, Crafter-Bombe. Wir werden das, glaube ich, gleich mal erforschen, wie das aussieht. Aber vorher scannen wir hier auf jeden Fall mal die Umgebung noch sauber durch. Wir haben ja noch einen Crew-Report, den können wir auch direkt senden. Und Mystery Goo haben wir schon. Material Study fehlt uns noch. Zack, Observe Materials Bay. Jawohl. Und wir können gleich noch eine Bodenprobe nehmen und einen EVA-Report machen. Das macht aber der Luis. So, und der Luis ist in seinem Pilotenanzug unterwegs. Oh nein, Luis, nicht runterfallen, das ist gefährlich. Luis, nein! Oh Gott. Oh Gott, ich muss das nächste Mal unbedingt einen Arzt mitnehmen. Die sind alle ein bisschen ungeschickt, die neuen Rekruten. So, jetzt können wir erstmal hier ein bisschen rumhüpfen. So. Und ich glaube, einen Flash-Player braucht man gar nicht mehr. Man kann mittlerweile bei Twitch auch auf dem HTML5-Player umschalten. Also das geht auch alles. Gut, dann nehmen wir hier erstmal ein Surface-Sample. Das kann man immer mal brauchen. Und ich guck mal, ob es durch unsere. Ne, ich klicke mal auf das Falsche, ne? Durch unsere abgeschlossenen Sachen jetzt auch schon was Neues noch gibt, wo wir was auf dem Mond erledigen sollen. TF2V. Stack-Decoupler. Haben wir den zufällig mit dabei? TT70. Schade eigentlich. TTR18. Nee, schade, dann können wir den nicht annehmen. So, und dann darf natürlich auch er hier nochmal eine Flagge aufstellen, der Luis. So. Und das ist unsere zweite Moonlandung. Eigenartiger Steinbogen im Norden. Ich werde Marius schicken, um ihn zu untersuchen. Denn ein guter Pilot verlässt natürlich nicht das Schiff, sonst könnte er sich ja noch ernsthaft verletzen, sondern ein guter Pilot schickt natürlich den Wissenschaftler, um das zu untersuchen. So, jetzt können wir gleich noch. Ah, nein. Heute habe ich dich so mit Eva-Jetpack-Dingern. Ganz, ganz gefährlich. So, was hier los? Science from a new. Oh, hier waren wir noch nicht. Das gab wieder To Boldly Go. Wieder 15.000 Bonus obendrauf. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Das heißt, wir können jetzt hier mal alles abladen und dann können wir noch mal schweben und den hier noch mitnehmen. Zack. Weil ich kann ja nicht zwei EVA-Reports gleichzeitig machen. So, jetzt aber erstmal wieder rein. Deine Aufgabe ist nämlich erfüllt. Und ich habe gerade schon geguckt, Sketchies, ob es hier noch irgendwas gibt, aber im Moment nicht wirklich. Also nichts, was uns gerade hilft. Aber ich gucke da regelmäßig mal rein, um einen Überblick zu bekommen. Also das hier sind ein aktuelles. Es ist einfach ein Mod, mit dem ich mir von hier aus im Prinzip das Vertragsfenster angucken kann. Okay, ich würde sagen, die große Stunde von Marius ist gekommen. Er darf jetzt direkt mal, und ich glaube, wir starten auch von hier oben, falls er sich nicht abmattet. Oh Gott, bitte nicht. Dieses Ding ist so schlimm. So, jetzt muss ich mal die Richtung bestimmen. Richtung Kraterwand muss es irgendwo sein. Da oben ist es. Okay, in die Richtung wollen wir starten. Und wir werden jetzt direkt hier auch mal das EVA-Fuel einblenden und in die Richtung losfliegen, weil ich, wenn, dann wird das eine knappe Geschichte. Das ist ganz schön weit, befürchte ich, da hinzukommen. Und Return Point wird bei 2,5 liegen. Dann werde ich diese Expedition abbrechen, um noch zurückzukommen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen EVA-Fuel, um uns dahin zu bewegen. Aber bei 2,5 im Rucksack drehe ich um, damit ich noch zurückkomme und noch es hinbekomme, Marius zurückzuholen mit dem Jetpack. Also wir haben jetzt 4,0 rausgepumpt. Wir sind ganz gut unterwegs, aber da ist noch einiges an Strecke zu machen. Aber wir kommen auf jeden Fall näher ran, um das ein bisschen genauer zu beurteilen. Aber wie gesagt, das Kerbin Space Center wird Marius bei 2,5 zurückpfeifen. Wahrscheinlich schon ein bisschen eher sogar, weil wir müssen ja noch Gegenschub geben, um die Richtung zu ändern.
Und ich möchte nicht, dass Marius hier draußen, obwohl die Neugier mich natürlich treibt, muss ich ehrlich zugeben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber trotzdem, ich will ja nicht gleich wen man umbringen beim ersten Anlauf. Nicht gleich. Später vielleicht. Okay, das sieht aber alles gar nicht schlecht aus. Wir sind jetzt bei 3,6 im Jetpack und wir haben, naja, wir haben noch ein ganzes Stück zu schaffen, ne? Und wir sind auch schon 5 Kilometer weit weg. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen viel fürs Jetpack von der Entfernung her. Aufpassen, dass uns Marius hier nicht abstürzt. Ah, das wird ganz schön knapp, glaube ich, von der Entfernung her. Komma 2 schon. Na, wird das noch sinnvoll hinbekommen? Die Annahme-Buttons scheinen nur da zu sein, wenn man im Flieger unterwegs ist. Also im Raumschiff. Ich glaube, ich muss abbrechen und umdrehen. Das wird zu knapp. Ich komme nicht ganz hin. Okay, wir müssen eine andere Expedition schicken. Das reicht einfach nicht, weil ich brauche jetzt, guck mal, wie viel Eva-Fuel ich jetzt noch brauche. Natürlich auch, um Gegenschub zu geben und zurückzukommen. Ich muss ja eine komplette Schubumkehr im Prinzip machen. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe jetzt 2,5. Das dürfte sich knapp ausgehen, weil ich ja jetzt schon Höhe habe und mich fallen lassen kann. Aber wir müssen auf jeden Fall hier nochmal her. Und dieser Bogen muss untersucht werden. Es ist auf jeden Fall der Ort, an den wir. Nee, ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da. Ich falle immer wieder und ich muss einen Berg hoch. Ich muss auf jeden Fall einen Berg hoch. Und deshalb brauche ich den Schub. Also ich breche jetzt ab, weil ich nicht mehr zurückkomme sonst. Das wird so schon sehr knapp. Also, es gibt auf jeden Fall Bedarf, hier nochmal herzukommen. Wir müssen nämlich unbedingt diesen Bogen untersuchen und dafür eine geeignete Missionscrew zusammenstellen. Und ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht Marius umbringe, landungstechnisch, weil ich ziemlich viel Eva-Fuel, merke ich gerade, brauche, um dafür zu sorgen, dass ich nicht am Boden zerschelle. Das wird ganz schön eklig. 1,5 habe ich noch. Okay, ich lasse mich jetzt erstmal ein bisschen fallen auch und gebe ein bisschen Gas. Bis auf die 1,40 runter. So, jetzt ein bisschen abfangen. 30 Meter pro Sekunde Sinkgeschwindigkeit ist ganz schön viel. Oh, 20. Oh, das wird reichlich knapp, das sauber einzubremsen. Ich bin viel zu schnell. Also ich lasse mich auf jeden Fall mal weiter sinken und nehme Geschwindigkeit raus. Ich hoffe, ich komme geschwindigkeitstechnisch in ein Niveau, wo Marius die Landung nachher ab kann. Und solange nutze ich das Fuel noch, um auf jeden Fall näher ranzukommen. Ich gebe jetzt nochmal einen letzten Schub, um ein bisschen hochzukommen. So, und jetzt werde ich gleich mal bremsen müssen mit Marius, um zur Landung aufzusetzen. Ich habe nämlich echt wenig Fuel im Jetpack. Oh. Bitte nicht abkacken, Marius. Bitte nicht abkacken. Oh, alle. Oh Gott, er hat's überlebt. Es sieht nicht gut aus für ihn, aber er lebt noch. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ach, oh, Gott. Armer kleiner Marius. So, wie viel Zeit haben wir noch zurückzukommen? 54 Minuten, das sieht gut aus. Okay, wir haben ein bisschen Entfernung zu überbrücken. Ah, ich glaube, ich fliege rüber und hole ihn ab. Ich setze mich hier hin, das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, ich gehe ihn holen. So, wo ist Marius? Da ist Marius, okay. Wir haben noch 288 Delta V, das sollte hinhauen, dass wir uns das erlauben können, darüber zu fliegen. So, gut. Achso, wie kommt Marius da hoch? Das ist eine gute Frage. Vielleicht mit einem Ressourcentransfer. Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Wie kriege ich Marius in das Raumschiff rein? So. Also, Ground Theater ist aus. Gut, wir müssen grob in Richtung Norden fliegen, um Marius zu kriegen. Machen wir das doch mal. Wir finden einen Weg, Marius hier reinzuholen. Keine Sorge. Es gibt immer einen Weg, Marius zu holen. So, müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht zu viel Delta-V verbrauchen. Damit wir Marius auch wirklich noch holen können. Das ist eher so die Richtung, ne? Ja. So. Ja, jetzt schon mal ein bisschen bremsen. Kein Blödsinn bauen jetzt mit der Rakete. So, zack. Bisschen was geht noch. Komm. Bisschen was geht noch. Da geht noch was. Da können wir den Marius noch ein bisschen näher ranholen. So. Das ist, glaube ich, akzeptabel. Hoffe ich. Oh, guck mal, hier ist es relativ glatt, oder? Oh, jetzt hat er wieder diesen anderen Surface-Mode genommen. Sehr ärgerlich. Ich hoffe, ich versaue jetzt nicht die Landung wegen meiner Marius-Rettungsaktion. Nee. Puh, also, Toggle Ground Taper. Und jetzt können wir gleich mal gucken. Vielleicht kann ich ja eine Fuel-Spende durchführen, indem ich mein Eva-Fuel rüber transferiere in seinen Rucksack. Theoretisch geht das ja vielleicht. Ist immer ein Versuch wert, ne? Einfach eine kleine Fuel-Spende vom Piloten. So. Goodie. Also, schön langsam. Ordentlichen Landevektor hier suchen. So. Jetzt schön vorsichtig. Bei Marius landen, der hier irgendwie liegen geblieben ist mit seinem Kram. So, mal gucken, ob wir den versorgen können.